Ein Vollwärmeschutz, neue Fenster, der Umstieg auf eine Luftwasserwärmepumpe und eine Neuraumaufteilung. Das sind nur einige der Maßnahmen, die Energieberater Andreas Schmidt bei der eigenen Haussanierung geplant hat. Seit dem Winter hat sich hier einiges getan, obwohl er, wie so viele andere auch, mit großen Lieferverzögerungen zu kämpfen hat. Ja, auf alle Fälle schon, weil eigentlich war geplant gewesen, dass die Heizung schon Ende März kommt, aber leider hat sich das mit der aktuellen Lage hat sich das ein bisschen verzögert. Das neue Lieferdatum ist jetzt der 20.06. Jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert. Genau, und jetzt haben wir uns deswegen dazu entschieden, dass wir den alten Pufferspeicher nur derzeit in den Keller aufbauen, damit wir herum weiterarbeiten können. Der alte Boiler wird jetzt nicht über die alte Pelletsheizung beheizt, sondern über einen elektrischen Heizstab und die Solaranlage werden da drauf geschlossen, weil ja, durch eine rein elektrische Beheizung, das war einfach zu teuer und jetzt haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Solaranlage, wenn wir es haben, schließen wir gleich mit drauf, um da noch einigermaßen Heizkosten zu sparen und trotzdem weiterbauen zu können. Zum Glück gibt es aber auch gute Nachrichten. Ja, also seit dem letzten Mal haben wir auf alle Fälle angefangen, dass wir die Fenster einbauen und die großen Terrassenschiebetüren. Zudem haben wir im Keller schon mal angefangen mit der Dämmung, weil wir eben einen Keller unbeheizt lassen. Und damit wir natürlich keine Wärmeverluste in Richtung Keller haben, haben wir eine Dämmung im Keller schon mal aufbringen lassen. Nachdem im ehemaligen Haus des Großvaters aus den 70er Jahren die Decken im Kellerbereich eher niedrig sind, hat sich Andreas für eine hochwertige Dämmung mit einem hohen Lambda-Wert von 0,022 entschieden, sodass trotz dünnerer Dämmplatten eine gleichwertige Wärmedämmung erzielt wird. Aufgrund der aktuellen Lage hofft Andreas auf eine Fertigstellung im Winter 2022. Davor ist aber noch einiges zu tun, denn als Energieberater sind ihm natürlich energieeffiziente Maßnahmen besonders wichtig. Deswegen auch schon die vorher angesprochene Kellerdeckendämmung, um eben die Wärmeverluste in Richtung Keller zu minimieren. Ebenso kriegen wir einen Vollwärmeschutz auf der Außenwand. Das wird auch jetzt dann, sage ich mal, in Angriff genommen werden. Natürlich erst nachdem das Ganze verputzt ist. Dann ungefähr hätten wir gedacht, dass das schon langsam losgeht. Wir haben ja schon mit der Fachfirma gesprochen. Die sind auch eigentlich relativ zuversichtlich, dass die Materialien herkriegen. Und ja, dann hoffen wir, dass wir das Beste daraus machen. Wir drücken Andreas bei seinem Projekt die Daumen und bleiben natürlich dran. Wenn Sie sich für Tipps rund um Energieeffizienz und Nachhaltigkeit interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.